Buna Ziwa und herzlich willkommen zurück zu Mo lernt Rumänisch mit Duolingo. Und heute stärken wir mal wieder die Artikel. Auf geht's. Mal gucken, ob ich sie noch kann. Piperul. Okay, das war der Pfeffer. Es geht ja nicht nur um die Artikel, es geht ja auch um die Vokabeln. The Pepper. Genau. Gladita. Gladita. Guck mal hier, da fängt schon an. Ich weiß jetzt gerade nämlich nicht mehr, was das war. Gladita. Ah, Pfannkuchen. Alles klar. Tita. Bitte. Sorry. Ja. The Pancake. Sare. Okay, das kommt von Sare. Das heißt Salz. Ist ja auch nicht weit weg davon, kann man sich, denke ich, mal merken. Das Salz. Chapa. Chapa. Ich glaube, es ist die Zwiebel. Die Onion. Genau. Kokoschul. Das war der Hahn. Genau, was? Plăcinta. Plăcinta. Das kann ich mir gut merken. Das war auch sowas Kuchenmäßiges, ne? Plăcinta. Die Plazenta. Ich schreibe mir so. Plăcinta. Plăcinta. Genau. Der Kuchen. Fluturele. Sorry? Weiß ich gerade nicht. Fluturele. Ach. Okay. Der Flutterfly hier. Flutu. Vielleicht gar nicht mehr das ja so merken. Es war jetzt zwar furchtbar, dieses Wortspiel, aber vielleicht hilft's ja. Okay. Ist mir auch wieder entgangen. Also Fluture ist ohne Artikel und Fluturele ist mit. Ozetul. Okay. Ozet war das Öl. Also Ozetul, also Ozet war Öl. Ozetul war das Öl. Meine Güte, muss man hier vorsichtig sein. So. Nee, war es nicht. Ach, Kacke. Was waren denn noch? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Was war denn das Öl? Schade. Ah, ich wusste irgendwas, irgendwas Flüssiges, was an Speisen drankommt. Och Mann, schade. Kartoffel. Jetzt will ich wissen, was Öl war. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Das war bestimmt auch dabei. Gut, der Kartoffel, das kann man sich fast denken, was es heißt. Die Kartoffel. Mano. Plăcinta. Der Kuchen, das haben wir gerade. The pie. The butter. Okay. Butter war und, also Butter und mit Artikel untul. Jetzt haben wir das Öl. Jetzt kann ich es nachgucken. Ich komme ja nicht drauf. Ulei. Oil Ulei ist gar nicht so weit weg, aber OZ ist auch mit O, weißt du? Naja, gut. Schade, dass ich das falsch hatte. Schade, dass ich wieder vergessen habe. Und schade, dass ich auch noch überzeugt war, dass OZ Öl war. Naja. Uleiul. Sau. OZ-Dul. OZ-Dul. Fragezeichen. Richtig. Cuțitul este tare, cartoful fiert este moale. Cuțitul? Cuțitul este tare, cartoful fiert este moale. Nochmal. Cuțitul este tare, cartoful fiert este moale. Cartoful fiert? Cuțitul este tare, cartoful fiert este moale. Fiert este mare? Oder was? Cuțitul este tare, cartoful fiert este moale. Moale? Was heißt das denn? Also Cuțitul war das Messer. Kartoffel, die Kartoffel. Fiert ist wahrscheinlich die, nehme ich mal, gekochten Kartoffeln oder Pommes oder sowas in der Art. Weiter weiß ich nicht. Das Messer ist hart?
Ah, und die gekochte Kartoffel ist weich. Ah, ja, moll, moll, moll. Weißt du, man kennt vielleicht die Tonarten Dur und Moll aus der Musik. Dur ist das immer, was so optimistisch klingt. Und Moll ist das, wo die Balladen immer drin geschrieben werden, zum Beispiel. Und Dur heißt hart und Moll heißt weich. Also die Balladen sind sozusagen weich. Und ich denke mal, das kommt auch daher, in dem Fall. Okay, gut. Ich habe das Morale gehört, aber ich kannte kein Wort, was so geschrieben wird. Ich meine, ich kenne auch kein Wort, was Male geschrieben wird im Rumänischen, aber gut. Gut, hat er akzeptiert. Fluturelei pe carte. Okay. Der Schmetterling ist auf dem Buch oder auf einem Buch, weiß ich nicht. Ich schreibe mal, The Butterfly is on the book. Also bei Karte steht jetzt kein Artikel dabei. Aber ich schreibe ihn mal dazu. Und das wird akzeptiert. Okay, ist jetzt die Frage, ob es auch richtig gewesen wäre, wenn ich den Artikel weggelassen hätte. Wenn ich geschrieben hätte, der Schmetterling ist auf einem Buch. Das weiß ich jetzt nicht. Also P heißt, also je heißt ist und P heißt auf jeden Fall auf. Und Karte ist Buch, Fluturelle ist der Schmetterling. Genau. Wir essen Pfannkuchen am Morgen. Okay. Neu. Manenka. Komm. Schreibe ich mal. Nee, nicht so. Komm. Pancake. Hatten wir ja vorhin erst. Klatita. Klatita. Was heißt am Morgen? La diminea za. Oder za. Ist ja der Morgen, ne? Glaube ich zumindest. Na, z muss ich auf jeden Fall schreiben. Z. Ich versuch's mal so. Münkom. Ach, schade. Okay. Da hatte ich das Wort falsch im Gedächtnis. Kann das sein, dass es unregelmäßig ist? Ich bilde mir ein, nach den Regeln wäre es so, wie ich es geschrieben habe. Also, das bilde ich mir zumindest ein. Vielleicht irre ich mich auch. Gut, Münkom. Muss ich mir halt nur merken. Die Minerza, dachte ich mir, also ist ohne dieses Ö, sondern mit A am Ende. Okay, das hatten wir ganz am Anfang. Piperul. Kokoschul. Kokoschul. Das hatten wir auch am Anfang schon. Kokoschul, der Hahn. Sarea, das Salz. Ceapa și căpșuna sunt proaspete. Zwiebel und Capsuna sunt proaspete. Capsuna, das war bestimmt irgendeine Frucht. Erdbeere, Căpșuna. alles klar. Das wusste ich nicht mehr. Okay, die Zwiebel und die Erdbeere sind frisch. Da, weiß ich, denke mir einfach, es prosperiert gerade, kann man das so sagen? Und das ist für mich frisch. Habe ich mir jetzt gedacht, könnte gut sein. So, the onion and the Strawberry are fresh. Genau, hatte ich recht. Portocala este fruct, ceapa este legumă. Portocala, erste Frucht. Portocala este fruct, ceapa este legumă. Ceapa este legum. Mă, oder was? Portocala este fruct, ceapa este legumă. Genau. Also, die Orange, Portokal ist die Orange, genau. Die Orange ist eine Frucht und die Zwiebel ist ein Gemüse. Legüm, ne? Zwiebel. Frucht ist sowieso selbsterklärend. Gut. Curcanul și cocoșul mănâncă mere. Gurkan war, glaube ich, der Truthahn. Gurkan și cocoșul mănâncă mere. Okay. Der Truthahn und der Hahn fressen Äpfel. Okay.
Genau. Die Türkei. und Apple. Apple. Klingt immer so hessisch. Apple. Apples. Naja, Apples nicht ganz. Gut. Ozettul. Ozettul. Das war jetzt aber das Essig. Und nicht. Also, Moment. Das Essig. Was Essig? Das Essig. Genau. Und nicht das Öl. Das Essig. So, wir essen den Pfannkuchen am Morgen. Okay. Neu. Mönkam. Hoppala. Nein, was mache ich hier? Mönkam. So. Hoppala, schon wieder der gleiche Fehler. Schon wieder der Fehler. Kladita la diminerza. Was? Ohne la? Ich dachte, man müsste so eine Präposition benutzen. Ich meine, im Rumänischen ist ja la kein Artikel, sondern eine Präposition. Und ich dachte, die müsste man hier an der Stelle nehmen. Anscheinend nicht. Gut, muss ich mir das halt merken. Das wusste ich nicht. Na gut. Dann kann ich es gleich nochmal aufschreiben. Und zwar richtig. Neu. Kam. Schon wieder dieser Fehler. Kam. Tita. Diminerza. Neu. Kam. Kletita. Kletita. So. Mein Güte, ey. Diese zwei A's. Diese zwei verschiedenen A's. Ich tue mich manchmal so schwer, die auseinanderzuhalten. Also weiter Aussprache jetzt. Kletita. Diminerza. Das war jetzt richtig, genau. Und somit wäre das hoffentlich wieder gestärkt, ne? Ja. So sieht's aus. Da ist es wieder gestärkt. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. La revedere. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Ja.